Einen wunderschönen guten Morgen aus der Wengerau. Heute haben sie noch einmal ein traumhaft schönes Spätsommerwetter angesagt. Dafür, dass heute der 3. Oktober ist. Und darum mache ich mich heute noch einmal auf den Weg ins Tennengebirge. Und das erste Ziel, was wir heute haben, das sieht man vielleicht da oben im Finstern liegen. Das ist die Hackelhütte. Und von dort aus steigen wir dann zur Tauernscharte hinauf und dann schauen wir mal, was noch weitergeht. Nach einer knappen Dreiviertelstunde kommt man da aus dem Wald wieder heraus auf die nächste Weide. Und da vorne gabelt sich dann der Weg, da kann man rechts über einen Almweg, über einen Almlehrpfad auch zur Hackelhütte gehen, über die Brandstättalm. Und mir gehen aber jetzt da links hinauf den Treppenstiegelweg zur Hackelhütte. 20 Minuten sind angeschrieben. Das sollte sich, glaube ich, auch ganz gut ausgehen. Nach einer knappen Stunde kommt da nicht nur die Sonne heraus, sondern auch die Sonnenschirme der Hackelhütte ins Blickfeld. Und schaut euch das Panorama an. Vom Wanderparkplatz Wengerau kommen wir her. Weiter draußen sieht man wer auf dem Weg. Und da schaut man hinüber in Richtung der Mandelwende zum Hochkönig. Thank you.
So, da. Genau 2,5 Stunden bin ich jetzt unterwegs. Und da sind wir schon in der Tauernscharte angekommen. 2100 Höhenmeter. Insgesamt haben wir jetzt gut 1100 Höhenmeter hinter uns. Und da sieht man jetzt schon ganz schön, was noch vor uns liegt. Ganz links das kleine Gipfelkreuz vom Napf. Rechts davon im Hintergrund der Eiskogel, da geht es jetzt als erstes hin. Hinten der Scheibbügel, den lassen wir aus, aber Schadwand und eventuell der Briedkogel werden sie halt ausgehen. Und da rechts oben kommt schon der erste schnelle Wanderer vom Tauernkogel herunter. Von der Tauernscharte geht es erst einmal wieder ein paar Höhenmeter hinunter. Auch wenn da abgeschrieben steht, dass die Eiskogelgrube höher liegt als die Tauernscharte, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und dann zweigt da links einmal der Pfad hinauf zum Eiskogel. Da sieht man auf dem Napf und im Hintergrund den Tauernkogel. Grüß euch Gott vom wunderschönen Eiskogelgipfel, 2321 Meter sind wir da oben und schaut euch einmal den Ausblick an. Hinüber zum Gosaukamm. Blickrichtung Hohe Tauern. Bischofshofen, St. Johann sieht man da unten liegen. Und da geht der Blick hinüber in Richtung Hochkönig, Mandelwände, Werfener Hochthron, das gesamte Hagengebirge. Da unten liegen die Karstfelder des Tennengebirges. Den Hohen Göll sieht man ganz im Hintergrund, den Untersberg. Ein Bleikogel und davor im Vordergrund die Schadwand. Und da schaut man hinunter. In Richtung Annaberg, Lungötz. Traumhafte Sicht heute. Ganz ein schönes Tagerl.
wirklich ohne größere Schwierigkeiten zum Erreichen ist, ist er an einem Tag wie diesem natürlich auch sehr gut besucht. Nach einer kurzen Jausen geht es jetzt für mich weiter da links hinüber. Hier teilt sich jetzt der Weg, da geht es geradeaus weiter in Richtung Bleikogel und Tenngebirgsüberschreitung. Und da rechts hinauf geht es jetzt unmarkiert zur Schadwand. So, ich habe keine Ahnung, ob man bei dem Wind da herum irgendwas versteht. Da geht es jetzt unmarkiert, aber mit recht schönen Trittspuren einmal da in den Sattel hinunter und dann werden wir schauen, ob wir einen schönen Aufstiegsweg finden zum Brittkogel hinauf. Und dann vom Sattel weg hinunter wieder in Richtung des Wanderwegs zwischen Tauernschatte und Eiskogel. So, da sind wir im Sattel. Jetzt geht's da, ja, wahrscheinlich ziemlich in der Direktissima geradeauf. So, grüß euch da vom Brittkogel. Auch hier geht der Wind. Aber auch hier hat man einen traumhaft schönen Blick. Da
weiter aufgeschlängelt. Von der Tauernscharte weg. Dann das kleine Kreuz. Da in der Bildmitte, das ist der Napf. Auch da konnte man noch einen kleinen Abstecher hinmachen, wenn es ausgeht. Unten liegt Werfenweng. Und weiter geradeaus Bischofshofen. Und das Panorama kennen wir auch schon. Der Hochkönig im Hintergrund, der Eiskogel im Vordergrund. Dahinter der Werfener Hochthron. Und da kommen wir her. Dort hinten sind eh noch zwei Herrschaften auf der Schartwand. Und da im Vordergrund, das ist der zweite Gipfel vom Friedkogel. Wunderschön ist da. Blick hinüber zum Dachstein. Bischofsmütze davor. Der Gosaukamm. Fritzer Kogel. Was will man mehr? Sozusagen ohne Markierung. Günstigste Linie. Höhenmetern kommt man da an so eine kleine Geländekante. Und da werden wir uns jetzt links halten. Und dann geht es da geradeaus auch schon hinüber wieder zum Wanderweg. So, da ist jetzt wirklich ein wenig zum Aufpassen. Da geht es recht steil zu. Aber es sind ganz gute Stufen. Um Stück für Stück dann absteigen kann. Thank you.
nach einer knappen Viertelstunde ist man da schon in der Mulde drinnen. Da schauen wir noch einmal zur Schattwand hinauf. Da über das Geröllbandl sind wir jetzt hinunter und dann links außen, dass wir nicht unten in das Geröllfeld hineinkommen. Und da geht es jetzt noch ein kleines Stückchen hinauf zum Wanderweg und dann wird es eh wieder gemütlich. Ist das kein schöner Blick? Rechts der Napf, gerade aus der Tauernkogel, der Britkogel und die Schartwand. Und wir sind mitten drinnen. Da queren wir jetzt noch ein wenig durchs Geröll. Das ist noch ein wenig angenehm vielleicht. Aber meistens findet man wirklich gute Tritte. Und es ist jetzt nicht so übermäßig steil. So, willkommen zurück auf dem Wanderweg. Da oben von der Scharte kommen wir her. Ja. Eine knappe halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht vom Britkogel da hinüber. Schaut weiter aus, aber ist gut zu machen. Und jetzt gehen wir ganz gemütlich zur Tauernscharte. Und dann geht es noch weiter auf den Tauernkogel. Und da rechts ziemlich steil hinab. Geht es jetzt noch zum letzten Gipfel des heutigen Tages. Thank you.
Wir kommen am letzten Gipfel des heutigen Tages. Das ist der Tauernkogel. 2247 Meter. Und eins ist sicher, von nun an geht es bergab. 1800 Höhenmeter hinauf waren es bis daher. Das ist eine ganze Menge. Aber schaut einmal, wie schön. Eiskogel, Schartwand, Briedkogel und die ganze schöne Landschaft dazwischen. Da sind wir auch schon bei der seilversicherten Stelle. Ein paar Holztritte hätten sie auch gemacht. Da ist eine kleine Kapelle übrigens auch drinnen. Wieder durch den Schotter hinab. Da unten sieht man schon die, ich glaube, die Brandstedtalm ist das, sieht man da liegen. Und da gehen wir jetzt rechts um mich. Ganz gemütlich aus. Ein Stück steiler Schotter ist noch und dann ist wirklich nochmal zum Wandern. Thank you.
So, ich bin da jetzt wieder am Söldenriedel auf einer Höhe von ungefähr 1750 Metern. Aber ich mache an dieser Stelle schon einmal das Fazit, auch wenn noch knapp 800 Meter im Abstieg zu machen sind. Aber nachdem das der Aufstiegsweg auch ist, wird jetzt nichts mehr großartig Spektakuläres passieren. Für konditionell gut Trainierte ist es heute eine absolute Genusstour. Auf den Eiskogel, die Schadwand, den Britkogel und den Tauernkogel. Es ist eine technisch nicht anspruchsvolle Tour, bei der man einmal eine kurze Seilsicherung überwinden muss. Beim Tauernkogel, insbesondere im Abstieg, ein bisschen schwindelfrei sein sollte. Und vor allen Dingen beim Abstieg vom Britkogel zurück zur Tauernscharte sollte man sehr trittsicher sein und ein bisschen Bergerfahrung hinsichtlich der Orientierung mitbringen, weil die ganze Strecke weglos und unmarkiert ist. Wem das zu viel ist, der kann entweder vom Britkogel wieder zurück über die Schadwand absteigen. Das ist ein kleiner Umweg, aber ist zumindest immer gut als Weg erkennbar. Oder man lässt überhaupt den Britkogel aus und steigt von der Schadwand wieder ab in Richtung Tauernscharte. Insgesamt sollte man sich bewusst sein, dass 1800 Höhenmeter hinauf und hinunter kein Pappenstiel sind. Es ist zwar alles mäßig steil, aber es geht schon ein bisschen in die Knie auch. In der Variante, wie ich sie heute gegangen bin, ist mal knapp 7,5 Stunden reine Gehzeit unterwegs. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, habe insgesamt mit einer bevorstehenden Pause noch bei der Hackelhütte fast 3,5 Stunden Pause gemacht und das nächste, was sehr angenehm ist bei dieser Tour, man kann sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Man fährt einfach mit dem Zug zum Beispiel von Salzburg aus bis Werfen. Von dort aus gibt es das sogenannte W3 Shuttle. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Das ist ein Anrufsammeltaxi, wo man seine Fahrt am Abend vorher oder bei Tagsüberfahrten eine Stunde vorher anmelden muss. Dann wird man abgeholt und an seinen Zielort gebracht, in dem Fall dem Wanderparkplatz Wengelbau. Die einfache Fahrt kostet 2,60 Euro, das ist wirklich nichts. Da verschwindet jetzt langsam auch der Dachstein aus dem Blick. Die verschwindet jetzt auch wieder aus dem Blick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal abonniert. In diesem Sinne, bleibt gesund.